Gehen wir einfach mal weiter. Immer weiter. Schön weiter, ganz ruhig. Gerrit hat echt das falsche Schuhwerk. Ich sag's immer wieder und ich werde es auch immer wieder sagen, Gerrit ist einfach nicht gut ausgerüstet, was Klamotten angeht. Guck ich auch mal hier runter jetzt. Wie viele Wasserpfeile habe ich noch? Ach, nochmal 4 Stück. Oh. Hier bin ich im Dunkeln. Das ist gut. Da kommt doch bestimmt einer lang gleich. Ich könnte natürlich theoretisch einfach mal einen Moospfeil dahin schießen, damit ich da nicht mich verrate. Oh. Und nein, komm nicht hier hoch. Das war knapp. Warum geht er da jetzt nach rechts? Was ist da? Ich möchte da nochmal gerade gucken. Aha. Okay, ich verstehe. Ja gut. Nee, dann warten wir einfach, bis er da wieder lang geht. Würde ich sagen. Und knüppeln ihn einfach von hinten. Ah, da sind viele Fässer im Weg. Ah, ist egal. Das schaffen wir schon. Das ist die beste. Hätte ich mir die Moospfeile auch wieder sparen können da an der Stelle. Komm, dreh dich. Ach man, dass die immer so unvorhergesehene Sachen machen müssen. Aber der kommt bestimmt wieder. Der kommt bestimmt wieder und geht dann da lang. Da nach rechts. Also von ihm aus gesehen nach links. Also er geht hier rein und geht dann da lang. Da lang. Da hinten. Da hinten hin. Wie gerade eben. Nein, das wollte ich gar nicht loslassen. Jetzt brennen hier die ganzen Fackeln hinter mir. Ich ahne doch schon, dass der mich aus dem Augenwinkel sieht, weil der auch schon wieder auf Alarmstufe rot ist oder so. Los, komm. Ich habe nicht ewig Zeit, hier rumzustehen, ey. Ich will das Level abschließen jetzt. Auch wenn es ein schönes, lustiges Level ist, aber ich möchte es auch mal abschließen irgendwann. Beziehungsweise, ich möchte auch überhaupt erstmal diesen Safe State bekommen für die Beute. Los, geh da jetzt lang. Okay, und... Kawabunga! Hey. Ah, fucking shit! Ah, ihr blöden, hässlichen, kleinen Arschgeburten, ihr... Ach, Mann, ich hasse euch. Ach, leck mich doch. So, warte, jetzt mal... Hä? Warum geht er da jetzt nicht lang? Kann ich jetzt nicht hier irgendwo eine Tür aufmachen? Da schaffe ich das. Da komme ich doch rüber, oder? Wo ist er jetzt hin? Verstehe ich nicht. Oh. Wo ist er jetzt hin? Weiß es nicht. Kann ich hier durch, ohne dass ich Schaden nehme? Wer denn? Wer soll denn hier ein Geräusch machen? Die Fliegen? Achte auf Einbrecher. Ich habe vorhin jemanden gesehen. Also hier kann niemand durchkommen, würde ich jetzt mal sagen. Durch die Fliegen traut sich keiner. Mann, das war doch so eine klare Sache. Diese blöden Stufen, die haben so einen Krach gemacht, als ich da runtergehopst bin. Komm einfach durch. Aua, fuck. Haben die mich gestochen? Ihr hässlichen kleinen Drecksviecher, ey. Was ist das? Oh, nimm es! Oh, das sieht immer gar nicht gut aus hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Moment, ich will mal ganz kurz einen Heiltrank nehmen oder so. Den einzigen, den ich noch habe. Könnte natürlich mal einfach versuchen, hier reinzugehen. Was ist das? Kompendium des Naturzaubers, 15. Kapitel. Tatjana Blume. Diese Blume wächst vornehmlich in den eisigen Berghöhlen des Esse-Gebirges. Gebirgszuges. Esse. Zum Schutze vor den im vorigen Kapitel beschriebenen denkenden Pflanzen. Denkende Pflanzen, okay. Das lassen wir uns mal ganz kurz durch den Kopf gehen. Können sie deren Zauberkraft erwärmen und zerstäuben und diese so in den Schlaf wiegen? Die Blume ist nach der Erzmagierin Tatjana Jokobik
benannt. Klingt irgendwie wie eine Grünen-Politikerin. Die ihren Nutzen zum vorübergehenden Ausschalten von Zaubersprüchen und Systemen als erste erkannt hat. So, so. Die Schrift ist ganz schön verkrüppelt, muss man mal sagen. Ist echt schwer zu lesen, manchmal. Und dann kommen auch noch diese Schreibfehler dazu, die da manchmal drin sind. Macht die Sache auch nicht einfacher. Ich drücke immer bei jeder Tür zweimal, warum auch immer. So, jetzt haben wir euch zwei Wasserpfeile, jetzt bin ich wieder im Spiel sozusagen. Ich hoffe, da kommt jetzt niemand. Schießen wir mal aus hier. Keine Lust jetzt entdeckt zu werden. Und hier machen wir mal... Ach, hier ist gar keine Tür dran. Ich will immer die Türen zumachen, dabei... Weiß nicht, ob jetzt hier jemand langkommt. Kann auch sein, dass ich den Bimbo, der hier eigentlich patrouilliert, schon... Moment, nein. Lass mich durch. Wo hänge ich denn da nun wieder, ey? An der scheiß Fackel. Aber... Ich will jetzt hier meine Wasserpfeile nicht schon wieder verschwenden, ey. Das ist schon wieder zu viel, was ich hier verschieße, glaube ich. Gehen wir mal hier hoch. Boah, ist das, soll das ein Frosch sein oder hat da jemand einfach nur Blähung? Komme ich denn jetzt hier hin? Aha, das sind die verkehrten Räume, ne? Ja, finde ich immer lustig, wenn dann irgendwelche Leute lachen irgendwo. In Konstantins Haus geht es so lustig zu, da lachen die Leute immer nur. Da gibt's Beute. Ja, super. Wie es mir Schaden gemacht hat. Ich hätte mich wo abseilen sollen oder so. Ich hätte da wohl mal einen ablassen. Abseilen sollen. Was ist das? Wo komme ich da hin? Wenn da schon so eine Fackel ist, dann machen wir die mal direkt aus. Ah, hier ist ein Garten. Nein! Ach, warum hau ich denn da... Warum hau ich denn daneben? Warum hau ich denn da bei so einer klaren Sache daneben, ey? Das kann's doch nicht sein. Ach, ich könnte schon wieder austicken hier. Diese blöde Engine. Diese dämliche Kollisionsabfrage. Fucking shit, und da ist der nächste, ey. Das machen wir jetzt ganz clever. Den prügeln wir jetzt hier. Ah, fuck! Komm rüber, schnell übers Wasser. Na, was macht ihr jetzt? Was macht ihr jetzt, hä? Jetzt wird's richtig lustig, ja. Ja, was für ein Vogel. Rennt er einfach weg. Weil er hier nicht hinkommt. Weil sie hier alle nicht hinkommen. Was ist das? Moment. Dann müssen wir mal gerade gucken. Muss gerade mal schauen, was das hier ist. Ah. Spoiler-Alarm! Also Fans der Reihe werden wissen, was das hier ist. Da sind wir ja mal ganz witzig hier reingerutscht. Und haben dabei auch richtig viel Knack gefunden. Fans der Reihe wissen, was das ist, was das für ein Raum ist. Und was der dann noch für eine Bewandtnis haben wird. Ja? Das ist nämlich nicht irgendein Raum. Ja? Das ist der Raum der großen Enthüllung des Spiels. Kann ich schon mal sagen. Ich will ja nicht zu viel verraten, weil ihr sollt ja dieses Let's Play auch noch weiter gucken, wenn ihr es nicht wisst. Wahrscheinlich habt ihr es jetzt eh schon längst gegoogelt. Ich weiß es nicht. Ich überlasse das euch. Ja, ihr könnt das von mir aus auch googeln, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Hallo, springst du vielleicht mal da drüber, Gerrit? Irgendwie mal? Kann ich da durchschwimmen? Jawohl, wie praktisch. Eine Wasserstraße. Runter. Auf. So. Hier in die Ecke, wo es dunkel ist. Wo es nicht dunkel ist. Verdammt Axt. Könnte schon wieder eskalieren. So ein bisschen könnte ich das schon wieder eskalieren. Wenn es da dunkel ist. Und eigentlich ist es nicht dunkel. Oh oh. Ich hoffe, der kommt nicht hier lang. Komm nicht hier lang. Nein. Du hässlicher Kleiner.
Ich habe ein Verdacht. Hey! Komm. Den schmeiß mal ins Wasser. Ich habe keinen Bock auf diesen Typen. So, ach Mann. Uiuiuiui. Spring doch bitte mal darauf, Gerrit. Komm, du schaffst es. Da hinten läuft schon wieder einer. Ich höre es doch. Ich höre euch doch. Brauch gar nicht erst zu tun, als ob. Ach komm, den prügeln wir jetzt auch, komm. Irgendwie geht das schon. Kawabunga. Turtle Power. Verdammt, wo ist er denn? Ich glaube, wir müssen eh nochmal zurück. Ah ja, okay. Da hinten ist er. Der alte Sack. Ja, hier müssen wir ein bisschen länger gucken, weil hier ist, glaube ich, irgendwo dieser Bonusabschnitt mit dem Gullivers Reisen Level. Ich muss mal gerade gucken. Ja, ich habe noch nicht abgeschlossen. Nee, natürlich habe ich das noch nicht abgeschlossen. Moment. Wie viel ist es denn? Oh, es ist nur noch... ist schon wieder erreichbar. Also oder in greifbarer Nähe, sagen wir es mal so. Ist fast fertig. Aber ich gehe dann... Ups. Läuft er da hinten lang? Moment. Weiß es gerade nicht. What a shock. So. Haben wir dich auch gekriegt? Komm, lass dich aufsammeln. Oh, oh, da kommt auch einer. Der kommt hier lang, ne? Nein. Wo ist er denn? Das ist ziemlich dicht. Das ist ziemlich nah. Aha. Schnell. Wirf ihn noch weg. Rache ist Blutwurst. Du kriegst einen Ehrenplatz hier. So. Ja, saufe. Habe ich euch jetzt endlich alle, ihr kleinen Spritzer, ihr. Hab ich euch jetzt alle? Kann ich jetzt hier mal in Ruhe plündern? Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Aha, Moospfeile. Sehr gut. Ja, wie kommt man denn da wieder hoch, ey? Moment. Ach ja, ich ahne es. Ich ahne es bereits. Moment. Hier. So. Machen wir ganz simpel und easy. Flupp. Ranspringen. Und schön hochklettern. Ah ja, okay. Seht ihr das da? Da hat sich einer mal ganz lustig verbuggt. Und ich würde sagen, den stören wir mal nicht weiter. Den lassen wir einfach mal da rumlaufen. Den lassen wir einfach da mal so verbuggt, wie er ist. Und plündern mal hier derweil unten. So viel wie geht. Weiß gar nicht. Also so genau kenne ich mich jetzt hier auch nicht aus. Da höre ich schon wieder ein. Laufen wir mal weg. Okay, da höre ich wieder ein. Da gehe ich mal erstmal noch nicht lang. Aber ich bin doch hier schon irgendwo an dieser Stelle vorbeigekommen, wo man in dieses Geheimlevel kam. Aber irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo das ist jetzt. Bin ich schon wieder verlaufen hier. Jetzt wird es wieder ein bisschen verwirrend, gebe ich offen zu. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich hergekommen bin. Da komme ich nicht hoch. Weiß auch gar nicht, ob sich das lohnt, da hochzugehen. Aber wir probieren es trotzdem mal aus. Aha. Moos. Ohne Moos nichts los. Deshalb hat sich das dann doch noch irgendwie gelohnt, kann man sagen. So. Seilpfeil.
Einfach mal hier lang. Hat sich da was bewegt da hinten? Nee. Ach, jetzt wird es wieder so labyrinthisch. Das mag ich ja gar nicht, wenn es so labyrinthisch wird. Aber das wird ja noch viel schlimmer. Das wird ja alles noch viel, viel schlimmer. Das ist ja noch gar nichts hier. Ja, wenn ich sage labyrinthisch, dann muss ich dazu auch gleich erwähnen, dass das hier noch gar nichts ist. Das geht noch viel schlimmer.